Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Workout. Heute wieder entweder habt ihr Hanteln, kleine Kurzhanteln oder aber Wasserflaschen. Ich habe Wasserflaschen dabei. Genau, Halbliterflaschen. Schaut, was ihr zu Hause habt und was für euch am besten funktioniert. Okay, dann lasst uns erstmal ein bisschen warm machen, auf der Stelle gehen und tief einatmen. Okay, gut, dann marschieren, Knie hoch und wir nehmen mal die Schultern mit nach hinten. Werdet ruhig ein bisschen größer, nehmt die Ellenbogen mit. Okay, oh, ganz große Kreise. Okay. Kurz auslockern und nach vorne kreisen. Ellenbogen mitnehmen. Und groß werden. Lass uns mal zur Seite und ein bisschen rudern. Kommt in der Mitte schon tief. Doppelt. Und normal. Okay, wir gehen mal nach außen und wieder zusammen. Ich nehme die Matte weg. Außen zusammen. Dabei natürlich in der Mitte tief kommen. Okay. Und ein bisschen schneller werden. Wir nehmen nochmal die Knie hoch, links, rechts, rotieren. Marschiert noch mal ein bisschen am Platz. Ich erzähle noch mal ein bisschen was dazu, was wir heute machen. Ich habe 5 Übungen für euch, die wir jeweils wieder 50 Sekunden machen werden. Und kurze Pause. Und dann wollen wir das Ganze heute 3-mal durchmachen. Deswegen auch nicht ganz so viele Übungen. Aber dafür eben einmal öfter als normal. Okay, für die erste Übung könnt ihr euch gerne schon ein kleines Gewicht zur Hand nehmen. Das ist eine Übung für die Rumpfrotation und für die Schultermuskulatur. Ich mache sie einmal vor.
Barfuß fest, hüftbreiter Stand. Ihr kommt nach vorne, könnt euch hier ruhig auf dem Oberschenkel, Kniebereich ablegen. Und dann kommt ihr quasi vom Fuß diagonal nach oben und rotieren. Diagonal nach oben. Man kann dann auch sich hinstellen und wieder nach unten. Bauch ist fest und hochkommen. Ja? Das ist keine Übung, die unbedingt aufs Herz geht, also keine Ausdauerübung, aber eben wirklich wichtig hier für Rotation, Schultern, das, was im Alltag viel zu kurz kommt. Also, auf geht's! Schultern nochmal tief nehmen, abstützen, Bauch ist fest und nach oben rotieren. Wieder nach unten, rotieren. Wer möchte, richtet sich ganz auf und kommt wieder tief. Bauch ist fest. Und tief hoch. Oder eben ganz hoch kommen. Oder wieder hier unten bleiben. Einfach nur aufdrehen, wieder diagonal nach unten führen und Pause. Ich habe nämlich vergessen, die Uhr einzustellen. Habt ihr Glück gehabt. Merkt euch die Seite, die ihr eben hattet, damit wir sie dann gleich umswitchen können. Bei der dritten Runde müssen wir dann einfach zwischendurch Seitenwechsel machen. Die nächste Übung ist in der Bauchlage. Da brauchen wir jetzt beide Gewichte, geht natürlich alles auch ohne, gar nicht die Frage. Und zwar legt ihr euch auf den Bauch. Und dann kraulen wir. Das heißt, Blick ist nach unten. Ihr könnt schon mal entgegengesetzt anfangen und dann ziehen wir die Arme von vorne nach hinten und wieder zurück. Und die Flaschen, die Gewichte vielmehr und die Fäuste gehen hier an den Schultern dran vorbei. Also nah am Körper entlang führen. Ja? Blick ist nach unten gerichtet. Langer Nacken. Und auf geht's. Langer Nacken und kraulen. Nah am Körper bleiben. Lasst mal eben gucken, 20 Sekunden noch knapp. Und Pause. Okay. Das war die zweite Übung. Kurz durchatmen, ich erkläre die nächste, eine allseits bekannte. Eine Kniebeuge mit, wer möchte, Gewichten oder einfach ohne. So ganz klassische Kniebeuge, hüftbreiter Stand. Po nach hinten schieben, Bauch ist fest, Schulter tief und Arme entgegengesetzt nach vorne. Ja. Das ist die Übung.
Okay, auch dafür 50 Sekunden. Denkt bitte dran, die Schultern tief zu haben. Das heißt, immer schön weg von den Ohren ziehen. Ab in die gedachten Hosentaschen. Bauch ist fest. Und die Knie bitte nicht über die Fußspitzen. Okay. Und auf geht's. 50 Sekunden. Ihr bestimmt natürlich hier, je nachdem wie tief ihr geht, wie intensiv das wird. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe nur bis zur Hälfte der Höhe vielleicht, bleibe hier unten aber und mache mal so ein paar kleine Bewegungen. Und wieder groß werden. Das könnt ihr ganz für euch machen, wie ihr möchtet. Pause. Nächste Übung auch im Stand. Was für die Arme. Auch hier wieder, wer mag mit Gewicht. Und zwar einen kleinen Schritt nach vorne. Wer möchte, kann das Gewicht auf das vordere Fuß verlagern, den hinteren Fuß vielleicht einfach nur ein bisschen aufsetzen, Arme nach vorne nehmen, Nacken ist lang, Bauch ist fest, Schultern tief und dann einfach die Arme zur Seite nehmen. Man kann natürlich hier auch noch den hinteren Fuß anheben, wenn man sagt, okay, ich möchte gleichzeitig auch noch was für das Beintun, fürs Gleichgewicht, könnt ihr das natürlich genauso gut mit dazu nehmen. Okay. Dann 50 Sekunden. Auf geht's. Also Schultern tief nehmen, Bauch ist fest, Blick schräg nach vorne gerichtet, damit der Hals auch schön lang bleibt. Atmen nicht vergessen und immer schön lächeln. Jetzt kommt gleich unsere letzte Übung. Die ist wieder im Liegen. Hierfür entspannt hinlegen auf den Rücken, Arme an der Seite des Körpers, Füße in die Luft strecken und nun mit der vorhandenen Bauchmuskulatur den Po hier anlupfen. Das heißt also in die Höhe. Kleine Bewegungen und langsam wieder absetzen. Anheben, langsam absetzen. Kurz vom Boden wieder anheben und langsam absetzen. Ja? Kriegen wir hin. 50 Sekunden ab jetzt. Hoch und langsam absetzen. Und wieder nach oben und langsam absetzen. Hier machen wir bei den Bauchübungen drei verschiedene Übungen.
Das ist jetzt die erste. Und die anderen beiden werden wir dann jeweils ein bisschen anders machen. Ist auch gleich geschafft. Okay. Gut. Das war die erste Runde. An alle SVE-Mitglieder oder die, die es noch werden wollen, gibt es jetzt auch bald Videos mit Step Aerobic, mit meiner anderen Kollegin, die Steffi Schaal. Das heißt also, jeder, der von euch im Verein ist, kann sich ein Stepbrett bei uns ausleihen. Und wer dazu noch Interesse hat, der einfach bei mir melden oder bei Steffi, je nachdem, dass wir dann zueinander kommen und ihr dann auch im Zuhause im Wohnzimmer mit Step machen könnt. Okay, tief durchatmen, was trinken, dann geht's weiter. Nächste Runde. So, die zweite Runde. Auf geht's. Wir haben wieder unsere 5 Übungen. Wir fangen wieder an mit dem Rumpf aufdrehen. Ich zeige das euch nochmal eben. Das heißt, hüftbreiter Stand, ihr könnt euch ruhig hier ablehnen, Schulter tief, Bauch ist fest und dann diagonal nach oben aufdrehen. Ja? Man kann auch, anstatt nur sich aufzudrehen, aufdrehen und sich hinstellen und dann diagonal, Bauch ist fest, Schulter tief, nach oben. Ja? Okay. Alles klar. 50 Sekunden. Auf geht's. Abstützen, Schulter tief, Bauch fest. Aufdrehen. Diagonal zurück. Aufdrehen. Und hinterher gucken. Oder aber, anstatt nur aufzudrehen, aufdrehen. Hinstellen. Langsam wieder zurück. Aufdrehen. Hinstellen. Wichtige Übung: Rumpfrotation, Schultermuskulatur. Für den Alltag ganz wichtig. Oder eben aufrichten. Fertig. Okay. Tief durchatmen, Luft holen. Wir gehen wieder auf die Matte zum Kraulen. Beide Gewichte. Hier auch wieder wichtig, wenn ihr die Arme wechselt von vorne nach hinten. Bleibt am Körper entlang, nicht da sonst wohin, sondern wirklich am Körper entlang die Arme bewegen. Okay, starten wir, auf geht's. Schultern tief, Bauch fest. Pause, durchatmen. Also das war eine Übung oder ist eine Übung für den Rücken und für die Schultergürtel, Muskulatur. Auch wichtig für alle, die am Schreibtisch sitzen.
Dann das nächste. Die Kniebeuge. Für den ganzen Körper was? Also hüftbreiter Stand. Fußspitzen gucken ein bisschen nach außen. Bauch ist fest, Schulter tief. Po nach hinten schieben. Und die Arme entgegengesetzt nach vorne. Auf geht's! Denkt an eure Schultern, tief lassen, Po nach hinten schieben und wer ein bisschen mehr möchte, geht runter, bleibt hier und macht nochmal kleine Bewegungen auf dieser Höhe und lösen und wieder normale Bewegung. Okay, 50 Sekunden sind vorbei. Nächste Übung. Ist wieder was für die Arme. Je nachdem, wie ihr es durchführt, könnt ihr auch gleichzeitig noch was fürs Gleichgewicht tun und für die Beine. Wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Hinterster Fuß ist nur aufgesetzt oder vielleicht sogar angehoben. Und dann, ob mit oder ohne Gewicht, Arme zur Seite und zusammen. Hals ist lang, Schultern tief, Bauch ist fest. Und los geht's! Sucht euch einen Platz so schräg vor euch, damit der Hals auch schön lang bleibt. Wie gesagt, wer Lust und Interesse an Step Aerobic zu Hause hat, der möge sich bitte melden. Und Voraussetzung ist allerdings, ihr müsstet schon bei uns im Verein sein, bei der SV Erichshagen. Dann einfach bei uns melden, dann könnt ihr euch bei uns ein Steppbrett ausleihen. Pause, okay. Gut. Dann kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe dieser Runde wieder. Wir hatten ja eben für den Bauch die Füße in den Himmel. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir legen uns auch hin, werden aber die Füße anwinkeln, die Knie ein bisschen nach vorne schieben, sodass ihr hier schon dezent auf Spannung seid. Sonst entspannt hinlegen. Und jetzt tappen wir mit den Fußspitzen nach vorne unten. Das andere Bein bleibt aber hier, das macht keine Rückbewegung. Und wieder tappen. Hoch, keine Gegenbewegung vom anderen Bein, sondern tap, tap, tap. Sobald wir hier nach vorne kommt. Okay? Auf geht's. Also Beine anwinkeln, Stück nach vorne schieben, Grundspannung und tappen. Hier, Bauch ist fest. Also sowieso schon. Und kommt bitte mit den Knien nicht wieder zurück. Nicht keine Gegenbewegung machen, sondern hier vorne bleiben. Ah,
super geschafft. Durchatmen, Luft holen. Und was trinken. So, auf geht's in die letzte Runde. Wieder Rumpf aufdrehen. Ich werde zwischendurch dann sagen, wann wir einen Seitenwechsel machen, dass ihr euch dann die andere Seite dann vornehmt. Okay, also nochmal zur Erinnerung, Schulter tief, hüftbreiter Stand, aufstützen und diagonal nach oben aufdrehen. Aufgrund dessen, dass wir jetzt nur noch die 25 Sekunden haben, würde ich sagen, belassen wir es auch dabei, nicht hinstellen, sondern einfach wirklich darauf achten, richtig aufdrehen, hinterher gucken, dass das jetzt wirklich durchgezogen wird. Okay, dann auf geht's. Bauch ist eingezogen, Bauchnabel fest einziehen, aufdrehen, diagonal nach oben, hinterher gucken. Und, nee, noch nicht. Und Seitenwechsel, also andere Seite, diagonal, auch hier nochmal drauf achten, Schulter tief, Bauch fest, hinterher gucken, diagonal nach oben und wieder quasi eindrehen, aufdrehen. Und Pause. Okay. Zweite Übung. Wieder das Kraulen. Wie gesagt, ihr könnt das ja auch alles ohne Gewichte machen oder wenn ihr eben schon oder einfach auch nur den C2 Durchgänge heben. Ich mache es jetzt einfach mal ohne, damit ihr auch seht, wie das dann auch so ohne aussieht. Und ja, dann Starter machen, auf den Bauch legen und auf geht's. Also wie gesagt, man kann das auch ohne machen, am besten vielleicht die Fäuste machen und dann nah am Körper entlang fahren, vorne und hinten. Langer Nacken. Durchatmen, immer schön lächeln. Gleich habt ihr es geschafft. Ist wieder die Kniebeuge mit den entgegengesetzten Armen nach vorne. Tief durchatmen, Luft holen, vielleicht noch mal kurz einen Schluck trinken. Hierbei ist wieder wichtig, Schultern nach hinten tief nehmen, ab in die Hosentaschen stecken, weg vom Ohr. Bauch reinziehen, Bauchnabel reinziehen und bitte achtet auf eure Knie, dass die nicht über die Fußspitzen hinweggehen. Okay. Gut. Dann starten wir. Auf geht's! Und auch hier wieder, wer möchte, bleibt unten und macht mal kleine Bewegungen. Schultern tief nehmen. Und kommt wieder hoch.
für heute wieder den Butterfly. Hier wieder, wer mehr möchte, verlagert das ganze Gewicht aufs vordere Bein. Macht dann die Arme auseinander. Auch hier wieder bitte Schultern tief, Bauchnabel einziehen. Ich sage auch noch 25 Sekunden Bescheid, dass wer möchte, die Seite hier wechseln kann. Ist jetzt aber nicht ganz so zwingend erforderlich, weil die Hauptaufgabe hier eben oben bei den Armen ist. Okay, dann lasst uns starten. Auf geht's! Wer möchte, kann jetzt die Seiten wechseln nochmal. Guckt schräg vor euch. Gut. Allerletzte Aufgabe für heute. Wir haben jetzt die dritte Bauchübung. Wieder anders. Und diesmal dürft ihr die Gewichte mitbenutzen. Und zwar verschiedenste Varianten. Variante 1 ist Füße aufsetzen, den Oberkörper ein bisschen nach hinten legen, Schultern tief. Hier schon ein bisschen die Spannung spüren und dann könnt ihr euch vielleicht auf ein Gewicht beschränken, anfassen und dann links und rechts zur Seite stellen, schieben. Erste Variante. Zweite Variante, Füße anheben und das Gleiche machen. Ja, versucht euch aus, für was ihr jetzt noch die Power habt oder sagt ihr, ich gehe volle Power, dann hebt die Füße an. Und auf geht's! Sekunden habt ihr jetzt noch. Nach 15. Nach 10 Sekunden. Auch wenn alles brennt. Okay, geschafft für heute. Super. Okay, dann lasst uns noch ein kleines Cooldown machen. Diesmal im Stand. Erstmal tief ein. Und dann erstmal so ein bisschen auspendeln, alles locker lassen. Dann, wenn ihr hier unten seid, krabbelt mal ganz nach unten. Beine sind so gestreckt wie nur möglich und haltet mal, so weit wie ihr kommt. Okay, und dann ganz langsam wieder hochkommen. Zieht euch mal raus zur Seite. Und zur anderen Seite.
Dann macht mal einen großen Ausfallschritt. Könnt euch mit der Hand aufstützen, übers Knie und der anderen Hand hinterher gucken. Und dann hier den Hüftbeuger einfach mal so richtig hängen lassen. Und die andere Seite. Hinterher gucken. Okay, und wieder nach oben kommen. Einen großen Bogen. Hände hinterm Rücken verschränken. Handflächen zum Po und halten. Okay, und lösen. Einmal noch durchschütteln. Und dann freue ich mich auf nächste Woche mit euch.